Heute geht es um das Thema Farbe. Momentan ist es ja sehr im Trend, eine sehr cleane und schlichte Einrichtung zu haben. Aber wie man gerade in so einer Umgebung eine richtig schöne Atmosphäre schafft mit farblichen Highlights in Textilien oder auch in Dekorationen, das zeige ich euch im heutigen Video. Mein Name ist Christina, ich bin Fotografin und Interior-Bloggerin. Ich bin super gerne umgezogen und habe gern die Sachen neu gestaltet, in denen ich gelebt habe. Ich habe auch gerne Tapeten abgerissen oder neue Fliesen verlegt. So bin ich irgendwie zur Einrichtung gekommen. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade offensichtlich im Wohnzimmer, was momentan noch im skandinavischen Stil eingerichtet ist. Und das ist aber auch die perfekte Basis für unser heutiges Vorhaben. Hügelgefühl in den Raum zu bringen, ist natürlich ein Teppich sehr wichtig und wir haben uns hier für den Teppich Hillsand entschieden. Der ist aus Schurwolle und farblich sehr schlicht gehalten, was natürlich perfekt ist, um später in den Raum die ganzen farblichen Akzente zu bringen. Wichtig ist, dass ihr bei eurem Teppich darauf achtet, dass er nicht zu viele Muster hat und auch nicht zu unruhig wirkt. Wenn ihr nämlich später ganz viele Farben integrieren wollt, soll ja trotzdem alles noch harmonisch bleiben. Natürlich müsst ihr morgen nicht alle Wände in eurer Wohnung bunt streichen. Ihr könnt zum Beispiel mit ganz kleinen Dingen anfangen, die ihr einfach austauscht. Zum Beispiel eine Vase oder auch ein Kissen oder auch die Bilder. Ich fange direkt mit der Vase an. Die tauschen wir nämlich einfach in eine andersfarbige Vase aus. Und da habe ich mich für eine Glasvase in so einem Rostrot entschieden und dazu gelbe Trockenblumen. Da ich manchmal eine Woche nicht zu Hause bin, neige ich dazu, gerne auch auf Trockenblumen zurückzugreifen, dass die einfach länger schön sind. Ihr braucht kein Wasser wechseln und die sehen für immer schön aus. Ihr müsst sie vielleicht mal abstauben, aber sonst habt ihr damit ein sehr einfaches, schönes Dekorationsobjekt. Als nächstes tauschen wir das graue Kissen aus. Das ist nämlich auch immer sehr leicht, dort einen farblichen Akzent zu schaffen. Ihr könnt nämlich da einfach neue Bezüge holen. Und hier auch ein kleiner Tipp. Ich habe mich nämlich für eine Farbe entschieden, die auch so in dem Raum gleich schon öfter vorkommt. Achtet darauf, dass ihr nur so 2 bis maximal 3 Farbtöne reinbringt, damit das Ganze nicht zu kitschig und unruhig wirkt und trotzdem alles noch so einen wertigen Look hat. Und wie ihr sehen könnt, diese Farbe kommt genauso in der Glasvase auch schon vor. Alternativ hättet ihr euch auch sonst für ein Kissen in Gelb entscheiden können. Welche Farben mögt ihr gerne oder welche Farben habt ihr euch getraut, bei euch zu Hause einzurichten? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Als nächstes kümmere ich mich natürlich noch um dieses Bild, was ja offensichtlich auch noch nicht ganz in das Farbschema passt. Dementsprechend tauschen wir das jetzt erstmal aus. Und auch hier, wie ihr sehen könnt, bin ich in derselben Farbwelt geblieben und habe mich an dem Rest des Raumes und der neuen Hauptfarbe hier orientiert. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, welche Farben ihr benutzen könnt. Grundsätzlich sind alle Farben erlaubt. Aber ich empfehle euch, Farben zu verwenden, die natürlich sind, also die in irgendeiner Art und Weise auch in der Natur vorkommen. Ich persönlich bin kein großer Fan von Glitzer oder Neon, also solche Farben würde ich vielleicht nicht unbedingt integrieren. In meinem Fall habe ich natürlich den skandinavischen Stil, der sonst eher mit so Pastelltönen, Mint oder Rosé überwiegt, ausgetauscht mit ein paar Rost- und Gelbtönen. Ich habe hier jetzt natürlich eher kleinere Sachen ausgetauscht, also Kissen oder Vasen. Und ich würde euch auch dazu raten, dass ihr bei großen Flächen und großen Möbeln eher zu dezenten Farben zurückgreift, damit ihr noch ein bisschen Gemütlichkeit schafft und das Ganze nicht zu überladen wirkt. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ermutigen, mehr Farbe in euer Zuhause zu bringen. Alle Produkte, über die ich hier gesprochen habe, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.